So. Dann wollen wir uns mal auf die Suche nach den ersten Türdinger machen. Nein, mach denn das schon wieder. Das. So, die Dinger waren einmal unten da und da, grün und gelb. Wir haben sowohl grün als auch gelb war Horn, ne? Wenn ja, haben wir es nämlich. Gut, das heißt, wir können die erste Map damit abschließen. Na, dann arbeiten wir mal ab. Und ist einmal halt, einmal nach da, einmal nach... Ach so, dieser Geheimweg hier. Yay, na schau mal, na guck. Ey, ich dachte, ich mache mir jetzt bei Hexen voll in die Hose, weil ich es nie persönlich geschafft habe. Und damit das Let's Play 3 Jahre dauern könnte. Und jetzt ist das tatsächlich das Let's Play das erste Mal, dass ich Hexen komplett durchspiele. Ne, hier brauchen wir nicht hin. Wir öffnen erstmal noch die grüne Tür. Wie kommen wir raus? Ach ja, ist ja hier dieser... Ach, das ist denn für eine Konstruktion, sag mal. Wer erfindet denn sowas? Genau wegen so einer Scheiße geht es beim BER nicht weiter. Ja, okay, lassen wir das mal. Wo war denn jetzt hier das? Ach, hier. Was? Was hat sich hier gerade verändert? Da hat sich irgendwas geöffnet gerade, kann das sein? Ich will es gar nicht wissen. Ich bin weg. Tschüss. Hier gibt es 2 Wege. Ich hasse Autos, wo es mehr als einen Weg gibt. Ich möchte meine Linearität beibehalten. Ich möchte quasi auf meine Linie achten. So, hier gibt es schon mal keinen Schalter. Schade eigentlich. Ich dachte, hier gibt es direkt einen Schalter. Aber hier gibt es noch einen zweiten Weg. Wo war der jetzt? Da. Oh, diese Texturen. Da kriegst du auch eine Macke. Ja, das ist ein Schalter. Dass die Schalter immer so leuchten müssen. Was? Ey, wir haben schon 5/6? Ernsthaft jetzt? Das geht ja schnell. Ja, ja. Bist du langsam, Bitch, please. So, wir sind ja wieder hier. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Klar, den Hornkey. Das weiß ich sogar, wie das geht, weil, wie gesagt, den Hornkey hatte ich ja bisher schon öfters mal gefunden gehabt, aber wie gesagt, den Cave Key hatte ich nie. Und mit dem Hornkey, mit dem können wir jetzt das machen, wo ich zuerst dachte, dass ich das nicht konnte, dabei konnte ich das. Schnauze. Einfach mal weg hier. Einfach mal aufhören. So, und zwar... Da. Scheiß Fischer hier. Also entweder ich habe mich gerade verrechnet, also viel mehr verzählt, oder wir haben jetzt tatsächlich alle Keys, alle Puzzleteile. Das ist ja absolut krank. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier nach Hause? Wie kommen wir von hier aus jetzt nach Hause? Oh Mann, könnt ihr bitte einfach mal verschwinden? Das Problem ist, ohne der Map komme ich bei dieser Map hier nicht klar. Wow. Also ohne der Automap komme ich bei dieser Map nicht klar. Weil das ist ja einfach so scheiße verwirrend. Kommen wir jetzt hier raus? Kommen wir hier mit nach Hause oder? Wo war das? Nein, sind wir wieder hier. Och Leute. Ah, okay, jetzt sind wir zu Hause. Sehr schön. Nein, ich wollte doch nichts. Ich wollte.
Okay, jetzt habe ich schon wieder F7 gedrückt und weil aber auf F7 nichts war, hat er das Enter als Item benutzen gerade registriert. Das Spiel hasst. Es hasst mich einfach. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, die Tür ist offen! Ein Glück könnt ihr gerade mein Gesicht nicht sehen, denn ich sehe gerade aus wie ein Baby, das sich zum ersten Mal weiß durch ein Eis gönnt. Ist das geil? Dieser Rhythmus. Jetzt haben wir gleich Takt. Schade. Alter, ist das krank? Ist das geil? Ich habe zum ersten Mal Original dieses verfickte Hub durch. Ist das geil? So, gibt es hier noch irgendwelche Secrets? Ja, da oben gab es noch ein Secret. Mal gucken, ob wir das öffnen können. Weil das konnte ich auch bisher nie öffnen. Kann aber durchaus sein, dass sich das immer erst öffnet. Hier. Das Ding. Ja, es ist offen. Okay. Dann war also meine Befürchtung bisher immer richtig, dass sich das Ding immer erst öffnet, wenn man alle anderen Sachen hat. Weil das Ding scheint nämlich so ein Secret. Ja, ist hier so ein Secret-Ding. Aber wenn mich nicht alles täuscht, sind wir schon wieder über die Zeit drüber, oder? Oh, ich bin so raus mit dem Zeitkonzept. Nee, wir haben gerade mal 7 Minuten oder so. Ja, wir haben gerade mal 7 Minuten. Nein, das da. Es ist so krank, es ist so dumm. Es ist so bescheuert. Bei Heretic haben wir bisher bei allen 4 Episoden, die wir gespielt haben, auf Anhieb die Secret Map gefunden. Obwohl ich, wie ja, in meiner Freizeit nie irgendwelche Secret Maps finde. Wobei ich mir auch in der Regel keine Mühe gebe, Secrets allgemein zu finden. Von daher liegt es vielleicht auch daran, dass ich dadurch, dass ich nach Secrets suche, auch die Secret Maps finde. Zwangsläufig, macht ja auch irgendwo Sinn. Aber erstens in Heretic haben wir alle 7 Secret Maps gefunden. Und auch jetzt hier habe ich persönlich zum allerersten Mal die Hub komplett durch. Weil die Tür in der Mitte, das war nämlich der Eingang zur nächsten Hub. Da habe ich mich nämlich bisher immer mit Noclip durchgeschietet. Egal, ist eine andere Story. Ja, und wir haben sowohl in der ersten Hub als auch jetzt in der Hub die Secret Map wiedergefunden. Also quasi bisher auch alle Secret Maps wieder. Das ist so. Wow. Ich glaube, ich werde gerade schwanger. Oh, ist das jetzt gesund? Was kommt denn jetzt? Door opened on the. Was? On the was? On the forsaken outpost. Sorry, aber so gut ist mein Englisch leider nicht. Ich habe keine Ahnung, was der mir damit jetzt sagen möchte. Was hat sich denn jetzt plötzlich schon geöffnet? Toll, da haben wir schon mal eine Secret Map und ich weiß nicht mal, was die von mir möchte. Ist ja auch nett. Was haben wir hier noch, irgendwelche blauen Flächen? Ne, die haben wir alle schon weggesuchtet. Die ganzen blauen kleinen Dinger. Ach komm, leck mich. So, hier will irgendjemand was von uns? Ja. Ach, siehst du, da wären. Ja, da wären blaue Dinger gewesen. So, irgendwas soll sich. Irgendwo. Outpost. Heißt so eine Map oder was? Guck mal ganz kurz. Wir haben mal hier. Creeford, Shadow. Lalala, Wasteland, Darkmare, Cave of. Blablabla, Wasteland. Nö.
Also eine Map heißt so nicht. List Maps. Guardian of Ice, Fire, Steel, Raid, Lawyer, Dark, Cave, Circle. Wie ist die Kacke? Forsaken, Opposed. Nö, also eine Map ist es nicht. Dann ist es also irgendein englisches Wort, was ich nicht kenne. Leckt mich. Hier hat sich auch nichts geöffnet. Hat sich irgendwas geöffnet? Ist auch egal. Komm, ab ins Ziel. Scheiße, da war ja was. Diese Map gibt es ja auch noch. Oh, wir sind gefickt. Okay, das wird eine Story fürs nächste Mal. Wobei, könnte ich mal anfangen. Aber die Map hier, die Map habe ich komplett vergessen. Scheiße. Okay, erstmal alle Gegner in die Mitte locken. Das geht immer ganz einfach mit Kreisverkehr laufen. Also im Kreis laufen natürlich. Und dann kann man alle nämlich so eine Richtung holen, indem man dann alle angreift. Das hat ja wunderbar funktioniert. Alter, wieso bleib ich überall hängen? So, schon fallen nämlich alle um, die fliegen. Kommt da gerade einer von rechts, oder? Nö. So, das war doch mal gar nicht mal so schwer. So, und dieses Ding zeigt nämlich immer zu dem Raum, wo wir als nächstes hin müssen. Da hat sich also was geöffnet. Oh Gott, ja, die Map hier, Alter. Das ist Trauma pur. So. Boah, Alter. Junge. Okay, also zuallererst. Ja, ich mach jetzt mal die Vögel hier weg. Die Vögel sind zu viele. So, da hinten sind mehrere Tafeln. Eine Tafel sieht man schon, die anderen sind da hinten da links und rechts noch. Und wenn man das Ding aktiviert, aktiviert man das Ding. Und das Symbol, das muss man da hinten finden. So, das ändert sich natürlich immer. Hexen arbeitet nämlich sehr viel mit Zufall, gerade für solche Rätsel. Das heißt, wir müssen einen Dreizack finden. Also gehen wir rüber und suchen einen Dreizack. Das ist links. Und das müssen wir jetzt anklicken. Und ich weiß nicht mehr genau, was passiert, wenn man das Falsche anklickt, aber es passiert irgendwas Böses. Das weiß ich noch. Ah, okay, das war's. Ja, okay, das war's. Gut, aber egal, wir suchen, wie gesagt, das Dreizack. Bam. Und das öffnet wieder das Tor und lässt den Zeiger eins weiter drehen. Letztendlich ist der Zeiger unwichtig, weil es geht immer einfach immer eins weiter nach rechts. Also der dreht sich einfach halt. Ne? Boah! Alter, seit wann wird man immer geschubst? Ich kenne das mit dem Schubsen gar nicht. Scheiße! Weg! Warum haben wir hier keine Minigun? Ich will meine Minigun haben! Alter, was ist das für eine Map? So, wie war das hier? Ja, okay. So, zurückzu brauchen wir die Dinger nicht, weil zurückzukommen, einfach mal kurz durchs Lava. Ist ja kein allzu weiter Weg. So, und siehste, wieder eins nach rechts, also nach da jetzt. Ist immer das Gleiche, also. Orientierungshilfe für die, die sich komplett verrannt haben, was ja eigentlich nicht so, aber wenn man, wie gesagt, diese Map mittlerweile oft genug gespielt hat, manche Muster bringen sich halt irgendwann einfach ein.
Ja, hinter uns haben welche gespawnt. Was schnauzt ihr jetzt hier, mein Junge? Ich arbeite gerade. Siehst du das nicht? Dass die immer dann spawnen, wenn man gerade beschäftigt ist. Noch einer. Wo links? Genau, links zuerst. So, ich würde mal sagen, wir speichern die an der Stelle erstmal. Ja, sehr gut. Weg. So. Und, nein, das da. Schon mit vor.